Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegen von der CDU, lieber Kollege Frieling, Demokratie, das ist so, ist manchmal schwer auszuhalten. Das gestehe ich Ihnen zu, denn bei Ihnen war es besonders bitter, wenn man sich die Bilanz anguckt bei den Stichwahlen, sowohl vor Abschaffung der Stichwahl durch Sie wie auch nach Wiedereinführung durch uns 2015. Denn, und da kann man sich in der Statistik mal gut umgucken, die allermeisten CDU-Kandidaten, die in die Stichwahl mussten und oft im ersten Wahlgang eine relative Mehrheit hatten, haben dann in der Stichwahl verloren. Beispiele wurden genannt vom Kollegen Dahm, Düsseldorf, Wuppertal. Besonders bitter war es im Kreis Lippe, das kann ich verstehen. Ihr Kandidat hatte dort im ersten Wahlgang knapp unter 50% und hat dann im zweiten Wahlgang in der Stichwahl noch mal verloren. Nur, Kolleginnen und Kollegen von der CDU, die Konsequenz daraus, zu sagen, dann schaffen wir die Stichwahl ab, ist doch absurd. Sie sollten sich vielleicht mal fragen, warum Sie denn Ihre Wählerinnen und Wähler im Kreis Lippe nicht mobilisieren konnten für die Stichwahl. Das wäre doch die Überlegung als Partei. Ja, und deswegen ist Ihre Begründung mit der niedrigen Wahlbeteiligung durchschaubar und daher auch ein missglückter Versuch, Ihren hier rein interessensgeleiteten Demokratieabbau zu verschleiern. Und es ist auch ein untauglicher Fehlschluss. Denn wenn man denn jetzt das ehrlich meinen würde und die geringe Wahlbeteiligung, die ja dann aufgrund eines fehlenden Interesses an der Kommunalpolitik Sie als Problem identifiziert haben, dann wird dieses Problem doch mit der Abschaffung der Stichwahl nicht beseitigt, sondern nur verdeckt. An der Ursache ändert das ja dann nichts mehr von offenbar fehlendem Interesse an Kommunalwahl. Dann sehen Sie zu, dass Sie Ihre Wähler an die Urne kriegen und dass Sie Kommunalpolitik attraktiver machen, dort, wo die Wahlbeteiligung gering ist. Die Auswirkungen der Abschaffung der Stichwahl sind hinlänglich bekannt. Die Erfahrungen aus 2009 will ich noch einmal in Erinnerung rufen. Über 30 Bürgermeister, Bürgermeisterinnen und Landräte sind damals mit relativen Mehrheiten unter 40% in die Ämter gekommen. Wülfrath 27%, Mahl 32,4, Grevenbruch 33,7, Monheim 30,4 und so weiter und so fort. Der Verein Mehr Demokratie sprach damals von Minderheitenbürgermeister mit schwacher demokratischer Legitimierung. Und genau diese Problematik, nämlich dass hier Kandidaten in Ämter kommen mit einer schwachen demokratischen Legitimierung, wird doch durch die aktuelle Entwicklung der sich weiter zersplitternden Parteienlandschaft weiter verschärft. Denn Stichwahlen stellen im Ergebnis mit einer absoluten Mehrheit der Gewählten sicher, dass sich diejenigen, die dann auch ins Amt kommen, auf eine breite demokratische Legitimierung stützen können und damit auch denjenigen verpflichtet sind, die nicht zu ihrer originären Parteienwählerschaft gehören. Aber, Kolleginnen und Kollegen, das weit größere Demokratiedefizit sehe ich in den zwangsläufigen Reaktionen der Parteien. Und das konnten wir 2009 auch beobachten. Denn klar ist, dass es wieder mehr taktisch-strategische Bündnisse im Vorfeld der Wahlen geben wird. Denn selbstverständlich, das wird passieren, das ist passiert, kleinere Parteien werden sich künftig genauer überlegen, ob sie eigene Kandidatinnen oder Kandidaten aufstellen. Und dann kommen diese Deals in den Hinterzimmern und damit bekommen die Parteien größeren und die Wählerinnen und Wähler weniger Einfluss auf das Wahlergebnis. Die Wahl kommt nämlich auch von Auswahl und die wird eingeschränkt und das ist ein klarer Abbau von Demokratie, den Sie hier damit vornehmen. Daher, damit wende ich mich an den Kollegen Höhne, der ja gleich reden wird. Mit genau dieser Argumentation, die ich gerade vorgetragen habe, hat mein geschätzter ehemaliger Kollege Horst Engel von der FDP 2011 auch der Wiedereinführung zugestimmt. Denn auch er hat anerkannt, dass diese Entwicklung 2009 demokratieschädlich ist. Und deswegen hat die FDP es nicht nur ins Wahlprogramm übernommen, sondern damals auch zugestimmt. Und ich weiß nicht, was sich an diesen Argumenten bis jetzt verändert hat. Da höre ich gleich mal gerne bei Ihnen rein. Daher komme ich zu der Analyse, und das ist offenkundig, Kolleginnen und Kollegen von der CDU, das, was Sie hier machen, ist interessensgeleitete Politik, die unsere kommunale Demokratie demontiert. Denn in meinem Demokratieverständnis,
Und das machen Sie. Biegt man sich hier das Wahlrecht nicht so zurecht, dass man am Ende dann den größten Profit daraus hat? Denn wir wollen nicht, dass hier mit Kungeleien in Hinterzimmern vor Wahlen die Auswahlmöglichkeit der Wählerinnen und Wähler eingeschränkt werden, sondern wir wollen eine größtmögliche Auswahl, eine größtmögliche Entscheidungsmöglichkeit den Wählerinnen und Wählern überlassen. Wir wollen starke, breit demokratisch legitimierte Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, Oberbürgermeisterinnen, Oberbürgermeister, Landräte und Landräten. Und die werden Sie hier schwächen und verhindern. Und deswegen werden wir diese Politik hier nicht mittragen.